Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute weitermachen hier im Story-Modus und fangen jetzt am besten erstmal mit dem 3-Sterne-Geist ein, dem Springman. Schauen wir eben in den Wissensbaum. Wir haben 47 Juwelen. Joa, shoppen. Machen wir das. Wurf-Items verstärken. Können sie weiter fliehen. Ich werfe ganz gerne auch mal ein Item. Hat man auch im letzten Part gesehen, beziehungsweise im Classic-Modus, als ich die Baseballkeule geworfen habe. Das lief doch ganz gut. So, jetzt holen wir eben unsere geleveten Geister ab, unsere 3-Sterne-Geister. Wir müssten noch eigentlich noch andere haben. Ah, hier die Korknaben noch rein. Mehr 3-Sterne-Geister haben wir noch nicht. Okay. Gallium ist auch nur ein 2-Sterne-Geist. Okay, den kann man entwickeln. Scheiß Board. Ne, den kann man entwickeln. Und den Zane, den hatten wir ja schon mal mitgespielt. Den nehmen wir einfach auch nochmal mit. Wenn wir da nicht mehr brauchen, dann schicken wir es weg. Das machen wir jetzt eh bald. Um Geisterschip zu sammeln und eventuell uns einen 3- oder 4-Sterne-Geistern zu rufen und halt mit denen weiterzuspielen. So, jetzt der Kampf gegen Springman. Oh, passen wir in der Arena. Oh, ist ein cooles Mii-Outfit. Also der sieht schon fast aus wie das Springman, nur dass er wahrscheinlich nicht so lange Arme hat. Ja, aber irgendwie schon cool. Ich meine, die mit dem Mii-Kostüm immer wieder auf neue, finde ich das richtig cool. Nur, ich frage mich so langsam, wie man so viele Sachen freischalten kann. Dann braucht man auch mächtig viel Gold und auch Glück in dem Shop, dass man noch alles bekommt. Ich meine, allein schon die ganzen Musiktitel, das ist ja schon... Ja, ein Brett, was man da freischalten kann und bekommen kann. So, damit haben wir einen neuen 3-Sterne-Geist. Neutral. Ja, die werden wir uns auf Dauer auch hochleveln und auch mal benutzen. Aber nicht in diesem Part. In diesem Part haben wir erstmal genug Starke, von daher öffnen wir jetzt erstmal die Truhe. Und wir bekommen 500 Geisterpunkte. Heißt nicht gerade viel für eine Truhe, aber okay. Dan. Auch wieder neutral. In Form von Ken. Ken haben wir im letzten Part auch gegen gekämpft. Auch im Classic-Modus. Ja, desto öfter man dagegen kämpft und desto öfter man was sieht, desto mehr habe ich den Reiz drauf, gegen KP-Kampf, das ist ein Vorteil. Habe ich den Reiz drauf, mal mit ihm zu zocken. Aber es wäre immer früh genug, von daher kein Stress. Naja, viel machen tut er jetzt gerade nicht. Na, jetzt kriegen wir ein paar Hits, aber uns hat er 5 KP abgezogen. Okay, es war ein relativ schwacher Geist, ein Sternegeist. Joa, schneller, easy Kampf. Nur so kommen wir vorwärts. Wenn der Kampf lange dauern würde, dann würden wir gar nicht vorwärts kommen. Rebalance Board als Leiter. Okay, wie kann Board ein Dojo leiten? Muss man nicht verstehen. Ist Nintendo-Logik. Also manchmal ist da nicht unbedingt eine Logik hinter oder so quer gedacht, dass für uns keiner dahinter steigt. Ja, sollte auch ein einfacher Kampf werden, kommt hier auf. Und raus. Easy going. Läuft bei uns. Joa. Manchmal dauern die Ladezeiten fast genauso lange wie der Kampf, aber da kann ich leider nicht zu und die schneide ich jetzt auch nicht immer alle raus, weil, ja, so ein bisschen gehört halt dazu. Okay, Leichtgewicht kann man hier machen. Steigert Lauftempo, Sprungkraft, sinkt Angriff, Abwehr und auch irgendwas. Brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Dojo zum Hochleveln. Okay, Monitor 2 Sterne. Monita. Ich kenne nur Ponita. Aber momentan. Den Kopf von Rob. Gut, wen hätte man sonst nehmen sollen? Ja, ich sag mal, es sind viele Geister und viele Kämpfe. Okay, wir haben. Oh, ich sehe gerade, wir haben alle 999%. Ich glaube, mehr geht gar nicht. Aber da hätte man auch 999,9 machen müssen. Nintendo. Da habt ihr ein bisschen was versaut. Das wäre das absolute Maximum gewesen.
Aber naja. Soll uns nicht stören. Ich finde diese Kommazahlen dahinter sowieso total überflüssig. Unnötig. Warum, wieso, weshalb das gemacht worden ist, keine Ahnung. So, wir spielen eine Runde mit dem Inkling. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Oder zumindest noch nicht oft gespielt. Ja, Geist. Ja, kommt immer so ein 9-mal. Den haben wir auch schon hochgelevelt. Oh, der ist aber stark. 10.000. Der ist schon eine Nummer höher als Rayman. Team Mega Man. Model X. Okay. Und der mächtige Inkling. Da werden wir auf Dauer noch die anderen Kostüme mal spielen. Wieder lila, grün, gelb. Ganz egal. So, den ersten haben wir schon raus. Und, oh, es sind scheinbar noch 4. Okay, noch 2. Aber 4 machen tun die auch nicht. Noch ein. Ich weiß nicht, so viele Kämpfe, die sind ein bisschen unnütz, weil jetzt auch kaum Gegenwehr, kaum eine Herausforderung. Oh, schön. Orange bist du. Angepinselt. Man war eh der orangene Mega Man, aber trotzdem, er war gerade schon ganz schön bekleckst von uns. Bekleckert. Naja. Viele unnötige Kämpfe, in der man Zeit investieren muss, um weiterzukommen. Klar, von Anfang leichte Geister ist das ganz schön. Zwischendurch den einen oder anderen okay, aber ich finde, das wird hier schon ganz schön viel. Ah, hier war der 4-Sterne-Geist, da kommen wir noch nicht hin. Ja, da gehen wir mal hier oben weiter. Bus-Bus. Oder Bass-Bass. Mr. Game & Watch, okay. Smash auf Zeit. Siege innerhalb des Zeitlevels. Oh, der ist aber Mikro-Mini. 300% Zeit, müssen wir nur irgendwie treffen. Wie treffen wir ihn denn? Smash runter vielleicht? Komm her. Mann, jetzt haben wir getroffen, auch direkt weg. Hat der gar keine Chance. Auch so ein Geist, den man nicht braucht. Naja, machst du nichts. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal nach links runter. Was passiert jetzt? Hallo Meisterhand, was soll das? Einfach einen Stein dahin kacken, das geht nicht. Aber er leuchtet, das heißt, wir können. Ah, Bomberman sprengt ihn weg. Alles klar, easy peasy, lemon squeezy. So, ab in die Röhre. Na toll, was bringt die Röhre, wenn hier eine Barriere ist? Also, die Barriere ist auch noch nicht offen geschaltet. Wie die offen geht, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir wieder irgendeinen bestimmten Geist schlagen oder irgendwas Bestimmtes hier im Knopf drücken. Da oben ist der Charakter, da kommen wir aber auch noch nicht hin. Mario Tennis Aces. Habe ich beim letzten Mal schon was drüber gesagt. Ich glaube, da muss ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Tennis tue ich mal ganz gerne, aber irgendwie Mario Tennis. Auf der Gamecube waren wir noch am liebsten. Die haben es einfach, naja. Verkackt will ich nicht sagen, aber irgendwie ist. Oh, der Wirbelsturm kommt schon wieder zurück. Egal, ich mach noch einen. Ping-Pong-Trophäe da. Mann, ich glaube, ich schade mir mehr als den Gegner. Kommt her. So, den ersten haben wir rausgehauen, weil ich das alte wieder geworfen habe. Und nochmal und. Ah, nicht ganz. Aber jetzt. Oh, das war gut, dass wir das verbessert haben. Das mit dem Werfen mache ich doch ganz gerne. Langsam aber sicher schreiten wir voran. So, die nächste Truhe. Mihut, Kettenhund-Helm. Ja, cool. Wobei Kettenhund muss man nicht als spielbaren Charakter jetzt irgendwie darstellen, aber... Ach, hier oben ist der... Super. Das ist dieser komische Wald da, dieser Magical Gardener. So habe ich ihn ja mal genannt. Da brauchen wir nicht weiter. Dann gehen wir mal hier runter. War hier noch irgendwas? Achso, nach unten kommen wir, glaube ich, nicht. Dann gehen wir mal nach rechts. Hier war auch noch ein Tor offen. Ah, hier können wir schon mal eine Brücke reparieren und da ist ein Schaf. Wir hätten auch gelacht, wenn wir uns hier nicht holen. Hier im Abgrund. Welcher Schaf könnte da im Abgrund stehen? Hm, ich habe keine Ahnung. Na, lassen wir uns einfach mal überraschen. Stimmt Ihnen so ein, weiß ich, Mr. Game & Watch oder... Oder, ja, keine Ahnung. Irgendeinen, den wir sowieso nicht spielen oder den ich total doof finde.
Ich meine, das habe ich bei Dark und Duck Hunt auch, du auch gesagt, aber mittlerweile spiele ich doch ab und zu ganz gerne mal mit denen. Von daher, ich meckere erst später. So, jetzt gegen König DDD in dreifacher Form. So, den ersten haben wir. So, den nächsten haben wir und den dritten auch. Perfekt. Sturmresistenz. Ja, haben wir schon. Sturmschutz Latias und Latios. Von daher brauchen wir nicht zwingend. Naja, was soll's. Nimm mal mit und gut ist. Können wir ja notfalls noch wegschicken und uns die Geisterchips holen. Und dann passt das schon. So, dieser Floor. Sturmschutz. So. Dann wirken wir den Sturm auch entgegen. Wechseln wir nochmal den Kämpfer. Ich meine, mit Inkling macht Spaß, ist jetzt nicht so mein Charakter, aber ist ganz cool. Ja, nehmen wir einfach mal Duck Hunt. Mal anderen das Design nehmen. Und gehen wir das Ganze einfach nochmal an. Das lässt sich eigentlich auch ganz gut spielen. Die Rettungsattacke ist relativ cool, die Smashes sind ganz gut. Der ist jetzt nicht zu langsam, aber nicht ultra schnell. Also es ist ein ausgeglichener Charakter. Der lässt sich eigentlich ganz gut spielen. Ich meine, ich mag ja Hunde. Und von daher, eine Ente habe ich auch nichts drauf gegen. Jetzt eine Taube wäre ich, also okay, muss nicht sein. Taubsi regt mich immer schon genug auf. Bei Pokémon immer. Oder generell Vogel-Pokémon. Ich weiß, es gibt glaube ich kein Vogel-Pokémon, wo ich sage, ja, richtig geil, so irgendwie. Kann man jetzt ins Team aufnehmen und mal spielen. Ich hatte zwar, wo ich gespielt habe, bei Sonne und Mond hatte ich dieses Rieses Trukanon im Team später. Das ist ja eigentlich ein Normal-Pokémon. Mit seiner Wüste-Attacke, irgendwas mit Feuerschnabel. Eine Runde aufladen, da macht Schaden. Ja, der sah halt cool aus, das passte halt zu der Region, das war halt passend, ne? So, Zauber-Baseball und Mario ist raus. Aber sonst, generell in den Spielen, früher hatte ich mal einen Taubos, weil Ash den damals in den Folgen hatte, wollte ich ihn auch haben. Aber naja, ist nicht halt nicht so unbedingt so cool. Wobei doch bei X und Y gab es noch den, dieses Rotkehlchen gab es ja noch. Fiaro war es ja später, dieser Greifvogel. Der war ganz cool, vor allem mit Flammenkörper und so, den konnte man auch ganz gut spielen. Sah auch cool aus und ja, stimmt. Das ist vielleicht noch so ein Flug-Pokémon, der recht cool war. Aber sonst die legendären Flug-Pokémon alle. Weiß ich nicht. Bin ich nicht so der Fan von. Meinen Lieblingstypen sind immer noch Drache, Eis, Feuer und vielleicht noch Stahl und Unlicht. Die finde ich auch noch ganz cool. Auch Fee, ich finde immer so, das sind zumeist so niedliche oder pinke Pokémon. Oh nee, irgendwie. Für Fee mag ich immer weniger als Fee. Gesteinstyp mag ich auch nicht so. Gift auch nicht unbedingt. Käfer sind meist so schwach, wobei ich Käfer eigentlich sonst ganz cool finde. Naja. Kommt darauf an, was auch dargestellt ist. Okay, hier passiert was. Ah, der Durchgang ist frei. Ja gut, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir dann mal den Part. Machen wir hier beim nächsten Mal immer einen Pi weiter. Jetzt, wie immer, haben wir neuen Herausforderer. Jetzt kommt nochmal Ryu. Leider nicht kennen, aber Ryu ist ja quasi im Prinzip dasselbe. Da können wir schon mal ein bisschen mit dem üben. Vielleicht als nächstes mal den Classic-Modus mit Ryu durchspielen. Und einfach mal gucken, was er so drauf hat. Kennt es ja ähnlich. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert bitte den Kanal. Das würde mich sehr unterstützen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht was Schönes. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.